Nächster Redner, Wolfgang Ritter von der Veterinäruntersuchungsanstalt in Freiburg, Abteilung Bienenkunde, ist klar auf der Seite der ökologischen Bienenhaltung, hat ein Buch veröffentlicht, Bienen gesund erhalten, das sich sowohl an Imker als auch an Tierärzte richtet und ist Präsident der Wissenschaftlichen Kommission für Bienengesundheit der Apimondia. Das ist ja die sozusagen globale Super-Imker- und Bienenexperten-Vereinigung. Ja, und ich darf um Ihre Ausführungen bitten. Da geht es um ein Jubiläum, das eigentlich nichts zu feiern ist. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe mir lange überlegt, was man so als Eingangsbild für ein so ein Jubiläum wählt. Und habe mich dann entschieden, da es ja auch mein Jubiläum irgendwo ist, ein Bild zu zeigen, was zeigt, wie sehr sich ein Wissenschaftler im Laufe von 30 Jahren in der Beschäftigung mit Bienen verändert. Dazu muss man sagen, ich bin durch Martin Lindauer in der Uni Frankfurt zu den Bienen gekommen und hatte stoffwechselphysiologisch gearbeitet und dachte an sich, ich würde was Schönes jetzt mit den Bienen machen. Und dann kam 1978 mein damaliger Chef, Professor Ruttner, und sagte, also wir haben da eine neue Milbe. Und ich habe gerade einen DFG-Antrag gestellt. Das ist mal was für 2 Jahre, machen Sie da mal ein bisschen mit und dann können Sie ja was anderes machen. Aus den 2 Jahren sind 30 geworden, wie Sie vermuten, oder über 30. Nebenbei, ich habe mich an ihm gerecht. Er hat mir damals seine Lieblingsassistentin kurzfristig zur Verfügung gestellt. Ich habe diese Dame geheiratet und lebe seit 30 Jahren mit ihr zusammen. So, das war meine Geschichte zur Varroa und jetzt zur Varroa selbst, was Sie wahrscheinlich viel mehr interessiert. Ja, als 1978 die Varroa das erste Mal in Oberursel beziehungsweise in der Nähe von Oberursel bei Frankfurt auftauchte, gingen wir natürlich davon aus, dass es ein lokales Ereignis ist, was sich sehr leicht einschränken kann, was wir innerhalb kurzer Zeit in den Griff bekommen. Deswegen auch diese Aussage von Herrn Ruttner, kurze Beschäftigung und dann ist sie weg. Wir wussten damals natürlich noch nicht, dass sie inzwischen schon weiter verbreitet war, zumindest sagen wir in Europa, in Deutschland und auch schon in anderen Ländern war. Immer die Frage, woher ausgehen, das will ich aber heute hier gar nicht stellen. Wir wissen auch, dass sie über den Landweg im Endeffekt zu uns gekommen wäre. Und ich möchte Ihnen einfach mal, ich habe mir überlegt, bringe ich jetzt viele Zahlen, viele Statistiken, die ja sowieso gefälscht sind, wie wir gehört haben. Ich möchte Ihnen einfach mal aufzeigen, was wir im Süden von Deutschland, das heißt in Baden-Württemberg, dort wo ich arbeite, man muss dazu sagen, Baden-Württemberg und Bayern werden 2/3 aller Bienenvölker in Deutschland gehalten, was wir also in gemeinsamer Arbeit der Institute dort, also Hohenheim und so weiter, mit den Fachberatern immer an Beratungen rausgegeben haben an die Imker in den 30 Jahren. Und es wird nicht schwer sein für Sie zu erkennen, wo da die Veränderungen liegen. Also zunächst einmal fingen wir damals natürlich an, noch in Oberursel, mit massivsten Experimenten, also neue Methoden zu entwickeln, neue Medikamente zu entwickeln. Und das ist noch aus meiner chemischen Zeit, da war ich noch etwas näher bei Bayer dran, bevor ich dann zur Ökologie wechselte, haben wir also die ersten Medikamente entwickelt für Bayer, für Ciba-Geigy und Sandoz war, glaube ich, auch dabei. Und das waren praktisch die ersten Medikamente, die eingesetzt wurden. Und ich bringe dieses Bild ganz, ganz bewusst an erster Stelle. Parizin war so ein Produkt, was damals überall im Einsatz war in Deutschland, das einzige Medikament im Endeffekt, von dem wir wussten, dass es wirkt. Und die Empfehlung war damals eben einmal im Winter in brutfreier Situation, das war so Anfang der 80er Jahre, dann sind die Völker, können die Völker überleben. Ja, wir stellten dann bald fest, dass das wohl nicht ausreicht. Wir hatten dann trotzdem tote Völker und was die Amerikaner dann später als CCD bezeichneten, gab es also schon von 1985 eben mit Varroamilben. Und jetzt kommt's. Ja, wir haben dann gesagt, gut, wir kommen im Winter wohl zu spät. Also wir haben dann so Mitte der 80er Jahre ausgegeben als Empfehlung, und das sind immerhin, wie gesagt, 2/3 der Imker in Deutschland, Behandlung im Spätsommer. Winter ist nicht unbedingt notwendig, das muss man prüfen. Da kamen dann diese neuen Mittel auf,
Ameisensäure, die ätherischen Öle, auch die anderen Mittel wie Balverol, die auch hier heute schon erwähnt wurde, waren dann damals im Einsatz als Mittel in Völkern mit Brut. Ja, irgendwann stellten wir fest, also diese Wahl, Winterbehandlung ja oder nein, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das ist gar nicht möglich, sondern wir müssen den Imkern empfehlen, grundsätzlich im Winter zu behandeln. Ich sehe einige nickenden Köpfe, es haben einige von Ihnen ja mit durchgemacht, diese Zeit. Ich bin da nicht ganz alleine, glücklicherweise. Ja, irgendwann stellten wir fest, okay, dass im Spätsommer, selbst wenn wir im Winter behandeln, das ist oft zu spät. Und das gilt vor allen Dingen für Spättrachtgebiete. Also ich arbeite also in Freiburg, Schwarzwald, Spättrachtgebiet, wo wir also immer relativ spät mit der Behandlung dran sind. Also das heißt sowieso bei der Varroa immer an der Kippe arbeiten und immer eine Entscheidung zwischen Honig, also Tannen- oder Waldhonig und Völkern besteht, eben wann wir eben behandeln. Ja, irgendwann kamen wir drauf, also wir müssen irgendwas im Frühjahr machen. Im Frühjahr kann man natürlich keine Medikamente anwenden. Und da kam dann die Drohnenbrut, die Varroa-Falle als Varroa-Falle auf. Nur nebenbei bemerkt, wir hatten also kein, und wir haben heute auch noch kein schlechtes Gewissen, dabei Männer abzutöten. Deswegen, weil auch der natürliche Wirt einen ähnlichen Weg einschlägt. Das heißt, die Varroa-Milbe bei der Apis cerana, also der asiatischen Honigbiene, hat auch in Drohnenbrut, die befallen ist, keine Chance. Das heißt, Sie sehen es auf der Grafik unten rechts, beziehungsweise auf dem Bild links. Der Zelldeckel ist so dick, dass die Varroa-Milbe, der Drohnen sehr große Schwierigkeiten hat, diesen Zelldeckel zu öffnen. Also auch schon ein fitter Drohnen hat diese Schwierigkeit. Wenn er mit Varroa-Milben, schon mit drei Varroa-Milben befallen ist, ist er nicht mehr in der Lage, diesen Zelldeckel zu öffnen. Und die Arbeiterinnen draußen verschließen ihn einfach mit Wachs, dieses Loch. Und damit ist es also eine Drohnenfalle, die im Volk bleibt, also das Gleiche, was wir im Endeffekt tun. Gut, heute sind wir so weit, dass wir wissen vor der Situation stehen, dass wir im Prinzip mit dieser Frühsommer- bzw. Frühjahr-, Sommer- und Winterbehandlung nicht zurechtkommen. Und bei uns haben einige Imker, besonders die eben wie gesagt auf Tannentracht warten, mit Zwischenbehandlung angefangen, obwohl das natürlich illegal ist. Es wird ganz offen über Zwischenbehandlung nachgedacht bzw. auch angewandt. Hier gibt es inzwischen auch Lösungen, die kurz vor der Zulassung stehen. Das ist einmal dieses Hopguard, ein Hopfenmittel, was von der Firma Vita, glaube ich, hergestellt wird. Und dann gibt es einen Ameisenstreifen, Säurestreifen, der also Ameisensäure in niedriger Konzentration enthält. Ich will damit nur aufzeigen, es gibt also auch für diese Behandlungen, sogenannten Zwischenbehandlungen, vermutlich dann in näherer Zukunft Lösungen. Ja, das ist nicht nur, wir haben nicht nur die Situation bei den Behandlungsempfehlungen, sondern wir haben dieselbe Situation im Prinzip auch bei der Feststellung der Schadensgrenze. Sie erinnern sich alle oder Sie wissen alle, der natürliche Milbenabfall wird also genutzt, um festzustellen, muss ich im Spätsommer schon behandeln oder kann ich die Spättracht noch benutzen, beziehungsweise im Winter festzustellen, muss ich jetzt eine Winterbehandlung durchführen oder kann ich noch auf die Winterbehandlung eventuell verzichten, beziehungsweise wie nahe bin ich an den Schäden dran. Und ich habe Ihnen mal aufgezeigt, was so unsere Empfehlungen in den 80er Jahren waren, eben 100 Milben und im Winter 10 Milben und heute sind wir bei 10 Milben in Spätsommer und bei einer halben Milbe, immer sehr schwer messbar für die Imker, im Winter. Also das heißt, es hat sich hier dramatisch verändert. Und wenn Sie nun meinen, das ist eine spezielle deutsche, österreichische oder europäische Situation, wenn Sie in die USA kommen und dort mit den Fachberatern, also mit den Leuten, die also solche Beratungen rausgeben, mich sehr lange mit Jeff Pettis darüber unterhalten, kommen wir im Prinzip zu der gleichen Situation. Also die gleiche Entwicklung haben wir nicht nur bei uns, sondern eben überall dort, wo die Varroa-Milbe sehr intensiv bekämpft wird. Ein weiterer Zusammenhang, der jetzt Statistik erfordert hätte, wo ich aber keine Statistik gebe, ist einfach der Punkt, an den Varroa-Völker oder an Varroa-Milben befallene Völker zusammenbrechen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, 1978, 1979, da haben Völker mit 15.000 Milben die Varroa meistens nicht überlebt, aber einige haben überlebt. Also heute sind wir bei einer Größenordnung, die liegt so zwischen 2.000 und 3.000 Milben, wobei das jetzt ein Durchschnittswert ist. Es gibt natürlich ohne weiteres Völker. Das sind hier übrigens
zwei verschiedene Stände, die ich mit, also Völker auf zwei verschiedenen Ständen, wo ich die Gesamtmilbenzahl Ihnen mal im Durchschnitt angebe. Also hier eine ganz dramatische Veränderung. Und man muss sich fragen, woran liegt es? Zum einen wissen wir, dass mit den Medikamenten, und hier wurde mal heute unterschieden zwischen Chemie und Nicht-Chemie, also wir behandeln mit Chemie. Ne? Also das heißt, wir haben einmal synthetische und einmal natürliche Stoffe, aber es ist immer Chemie. Solche chemischen Mittel haben natürlich Nebenwirkungen. Und wir wissen, dass ein ganz wichtiger Abwehrmechanismus in unseren Bienenvölkern ist, sind die sogenannten antagonistischen Substanzen, also Substanzen, die praktisch, wenn Sie so wollen, die gute Bakterien, Pilze und Pilze, so wie wir sie in unserem Organismus auch haben, und unserem Darmsystem, die also gegen pathogene Pilze und Bakterien als Antagonisten wirken, also sie unterdrücken in der Entwicklung. Diese werden durch synthetische Substanzen natürlich und auch durch organische Säuren und ätherische Öle reduziert, wenn nicht sogar insgesamt abgetötet. Da gibt es noch nicht sehr viele Untersuchungen zu. Martha Gilliam hat sich in den 80er Jahren sehr intensiv damit beschäftigt. Hier habe ich mal eine, wir haben sehr viele Untersuchungen dazu durchgeführt. Ich habe mal hier eine Untersuchung ausgewählt einer Gruppe aus Australien. Das sind indischstämmige, deswegen der etwas indisch klingende Name. Die haben einfach festgestellt, dass in Völkern, die also nicht an Kalkbrut leiden, das ist also auf der linken Seite, wir eine viel größere Vielfalt von Bakterien in dem Darm haben. Einmal sehr viel mehr und eine viel größere Vielfalt und viel mehr Antagonisten, die also hier gegen den Kalkbrutpilz wirken, als in solchen Völkern, die daran erkranken. Also hier ein deutlicher Zusammenhang, der noch wenig erforscht ist, wie gesagt, wo also noch einige Arbeit notwendig ist, um hier das zu erkennen oder sagen wir mal, die Zusammenhänge besser einordnen zu können. Auf jeden Fall kann man feststellen, dass wir mit unseren Behandlungen, die wir durchführen, egal ob wir synthetische Stoffe oder sogenannte natürliche Stoffe anwenden, wir greifen sehr tief in das Bienenvolk und in den natürlichen Abwehrmechanismen eines Bienenvolkes ein. Deswegen ist es ganz wichtig für die Praxis, dass wir uns klar machen, dass die Varroa ein Parasit ist, den wir nicht ausrotten können, sondern wir können ihn nur unter eine Schadensschwelle drücken. Deswegen muss die Behandlung so gewählt werden, dass wir so dosiert einsetzen, dass das Volk nicht drunter leidet und trotzdem den Varroa-Befall überlebt. Die Entsorgung von Behandlungsmitteln im Volk ist eines der Übel der Imkerei. Einfach, man weiß nicht, wohin damit, und dann wird es einfach nochmal reingeschüttet, weil schaden kann es ja nicht, und Sie sehen, dass es eben doch schadet. Des Weiteren ist eine wichtige Veränderung in unserer Erkenntnis, was die Varroa anbetrifft, dass die Varroa eigentlich weniger selbst der schädigende Faktor ist, sondern dass hier vor allen Dingen die Viren, die also von der Varroa-Milbe übertragen werden, eine Rolle spielen. Diese Viren sind zum großen Teil vermutlich nicht, von einigen wissen wir, zum Beispiel akuten Bienenparalysevirus, dass es nicht neu ist, dass es schon vor der Varroa da war. Die Bienen sind normalerweise oder natürlich sehr gut gegen Virusinfektionen geschützt und ähnlich wie Zecken oder andere saugende Insekten überwindet jetzt hier die, oder Milben überwindet die Milbe eben diesen natürlichen Schutz. Und dadurch haben wir also eine Virusvermehrung in den Bienen, die dann also auch zu entsprechenden Veränderungen, auch Verhaltensveränderungen führt. Und auch nur hier aus der Praxis ein Grund, warum Bienenvölker eingehen, auch wenn man sie behandelt. Die mit dem Milbenbefall im Volk, was Sie auf der unteren, mit den Kästchen sehen, auf der unteren Linie, nimmt natürlich auch der Virusbefall zu. Das ist logisch, wenn die Viren durch die Milben übertragen werden, muss natürlich mit steigender Milbenpopulation auch die der Virentiter in den, oder die, sagen wir, die Zahl der Bienen, die mit Viren infiziert sind, zunehmen. Sie sehen, wenn ich sehr spät behandle, dann bleibt, töte ich zwar Varroa-Milben ab, aber ich, der Virusbefall bleibt bestehen. Deswegen ist also immer eine ganz wichtige Aussage oder in der Beratung ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein Imker mir mitteilt, ich habe also 4000 Milben abgetötet im Herbst oder Spätsommer, dann kann man immer sagen, das Mittel hat gewirkt, aber du hast einen Fehler gemacht, denn wie gesagt, diese Völker sind in der Regel nicht mehr zu retten. Also wir wissen heute, und das diskutieren wir auch bei der OEE, das ist eine andere Funktion, die ich noch habe neben den genannten,
Wir wissen heute, dass die Varroa eigentlich eine, oder die Varroose an sich eine Viruserkrankung im strengeren Sinne ist, engeren Sinne ist. Aber wir wissen auch, und das sollte Ihnen das zeigen, was ich Ihnen hier ohne Statistik gezeigt habe, wir geraten mit Medikamenten in eine Sackgasse. Das heißt, wir kommen, selbst wenn noch so gute Medikamente entwickelt werden, wir werden aus dieser Sackgasse nicht rauskommen. Woran es liegt, darüber kann man sich jetzt streiten, beziehungsweise es kann man diskutieren, ob das eine Selektion immer Richtung starke Milben ist. Das heißt, immer aus den überlebenden Milben bauen sich neue Milbenpopulationen auf. Es kann andere Zusammenhänge haben, auf die werde ich dann auch später nochmal eingehen. Wenn wir hier in der Sackgasse sind, dann muss man sich natürlich fragen, welche Wege führen aus dieser Sackgasse heraus, beziehungsweise wie kann ich trotzdem eine Lösung für dieses Problem finden. Ich will Ihnen nur mal ein paar Andeutungen geben und wie ich gehört habe, wird mein nachfolgender Redner da auf manche Punkte noch viel intensiver eingehen. Also ein Punkt ist zumindest mal, und ich habe Ihnen mal hier die Untersuchung von Büchner aus Kirchhain rausgesucht. Wir haben selbst auch sehr viele Untersuchungen durchgeführt. Aber die sind sehr schön hier, die zeigen, wir arbeiten immer in Spättrachtzeiten, was die ganze Sache etwas komplizierter macht. Hier haben wir mal die Situation in einer Normaltracht- oder Frühtrachtsituation. Und Sie sehen, dass diese Völker, die also entweder, die also vollkommen brutfrei gemacht wurden, also quasi ein Kunstschwarm, wenn Sie so wollen, dass diese Völker ähnlich eine Varroa-Reduktion haben wie solche Völker, die mit Medikamenten behandelt wurden. Das ist nichts Neues. Ich habe es eigentlich gelernt in Österreich. Ich war nämlich mal bei Bio Austria zum Vortrag eingeladen vor vielen Jahren und da haben wir das einige Berufsimker dort geschildert, dass sie so vorgehen. Wir haben das dann nachvollzogen, wie gesagt, und festgestellt, dass das sehr gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel so ein Ausweg aus dem Problem. Wir selektieren nicht mehr die Milben, sondern wir nehmen sie unbesehen heraus. Und um die überlebenden oder nicht überlebenden Arbeiterinnen brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, weil die sind im Endeffekt für das Volk sowieso nicht mehr wertvoll. Aber können wir gerne diskutieren. Das wäre also nur ein Ausweg, um sie nicht ganz ohne Ausweg stehen zu lassen. Aber wir müssen natürlich auch einige Dinge neu überdenken, vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass es sich hier um eine Virusinfektion handelt, die also auch zu Verhaltensänderungen führt. Und ich würde gerne mal virusinfizierte Bienen bei Ihnen mitfliegen lassen, weil wir können sie leider nicht verfolgen. Wir können immer nur die Rückkehr sozusagen feststellen. Also was wir hier gemacht haben und was ich Ihnen mal ausgesucht habe, was einmal nur ein Aspekt aus der ganzen, aus den ganzen Möglichkeiten, die wir also haben, gegen Krankheiten anzukämpfen oder wo wir Fehler machen in unserer Betriebsweise, will ich nur eine Möglichkeit hier mal aufzeigen. Ich könnte viele mehr nennen. Das ist einfach diese unsägliche, sage ich mal, Reihenaufstellung der Völker. In der Reihenaufstellung, wie unsere Untersuchungen zeigen, auch hier nur kurz ohne Statistik dargestellt, ist es einfach so, dass sich innerhalb Ds, also Tage, innerhalb von wenigen Tagen in der Reihe die Krankheit überträgt und das ist für den erfahrenen Imker unter Ihnen nichts Neues, dass immer einzelne, die Außenvölker haben immer alle Bienen, ne, und so weiter. Also wir haben solche Reiheneffekte, die natürlich früher bei den Bienenhäusern noch viel eklatanter waren. Die Bienenhäuser waren an sich, die waren Krankheitsschleudern jetzt unter Varroa-Aspekten betrachtet. Viel geringer ist die Ausbreitung zum Beispiel oder viel langsamer ist die Ausbreitung, wenn man solche Blockaufstellungen wählt, also unterschiedlichen Flug der Bienen. Also nur mal ein ganz einfaches Beispiel, wie man schon durch eine einfache Veränderung der Betriebsweise die Übertragung von Krankheiten verändern kann. Ja, was immer wieder heute erwähnt wurde, ohne dem Imker würden die Bienenvölker nicht überleben. Das stimmt einfach nicht, ne? Weil sie würden viel besser ohne uns überleben. Und wir haben dazu, erste Untersuchungen wurden, haben wir mit meiner Frau zusammen in Brasilien, vor, glaube ich, 30 Jahren war es, noch vor den Kindern, ja, haben wir in Brasilien gemacht, in Tunesien haben wir das gefunden, im Jemen haben wir das gefunden, andere haben es, dann gab es Gotland, Unje, alles so Beispiele, wo Völker überleben. Und ich habe Ihnen mal hier einfach ein Beispiel rausgewählt, von meinem Kollegen Yves Lecon in Avignon. Er hat immer dort Bienenvölker gesucht bzw. Entnommen, wo Bienenvölker überlebt haben.
entweder war der Imker gestorben und die waren irgendwo noch übrig geblieben oder sie waren in irgendeinem Baum oder sonst etwas. Und immerhin haben, ich habe diese Einuntersuchung gewählt, es geht inzwischen viel weiter, also diese Einuntersuchung von 1995 bis 2009, haben die Bienenvölker im Durchschnitt 7,6, also fast 8 Jahre ohne jede Behandlung überlebt. Und einige haben sogar 15 Jahre und neuere Zahlen, was er mir am Telefon sagte, sind jetzt 18 Jahre ohne Behandlung überlebt. Als ich in der Schweizer Bienenzeitung las, einen Artikel von gut gemeinten Imkern, die zeigten, wie sie ein Bienenvolk aus einem Baum retteten, musste ich etwas lächeln, weil das war wohl die falsche Interpretation. Also um es kurz zusammenzufassen, wir finden immer dort überlebende Bienenvölker, wo Imker entweder keine Ahnung von Imkerei haben oder eben nicht eingreifen. Das ist für Imker natürlich eine etwas demütigende, schwierige Situation. Okay, die Badener verstehen immer alles schneller, das ist klar. Wir schwätzen zwar nicht unbedingt Hochdeutsch, aber wir verstehen es schneller. Nein, das ist mein Kollege Koch, der, na egal, wir wohnen halt sehr nah beieinander, wir kommen aus der gleichen Region, deswegen musste man das mal sagen. Wir haben sonst immer mit den Schwaben zu kämpfen, deswegen müssen wir uns auch mal loben. Nein, ich will mal ein Beispiel aufzeigen, woran es liegen könnte oder woran ich meine, dass es liegt. Es ist ja nicht so, dass alle dumm sind, ne? Oder dass wir dümmer sind als die Imker, die nichts von Imkerei verstehen. Ich habe Ihnen mal hier die Untersuchung, da gibt es auch eine ganze Menge Untersuchungen raus, einfach von Tom Seeley rausgesucht, die ich sehr beeindruckend finde. Er hat zwei Völkergruppen aufgestellt, in Langstrutbeuten. Einmal hat er, und zwar immer zwei Waben mit Bienen plus einer Geschwisterkönigin. Und einmal hat er sie in einen 40-Liter-Kasten gegeben, also eine Zarge Langstrut und einmal in 4 Zargen Langstrut. Ja, und nach einem Jahr sah es so aus, dass der Befall, also die Völker haben alle überlebt. Das eine waren, im großen Kasten waren die natürlich sehr stark, im kleinen Kasten waren sie, ja, was der Kasten eben hergibt, eben schwächer. Aber interessant ist, dass die Milbenpopulation um ein Zehntel niedriger war, also nur 173 Milben insgesamt im kleinen Kasten, 1770 Milben in dem großen. Gut, da könnte man immer auch sagen, da war mehr Brut drin. Aber es waren kaum Ausfälle, wie Sie sehen. Das habe ich gar nicht drauf geschrieben, sehe ich gerade. Also einmal haben wir deformierte Flügel nur in solchen Völkern, die in großen Kästen waren, und wir haben deutlich mehr Ausfälle von Völkern dort, wo der Kasten insgesamt größer war. Und die Ursache ist ganz einfach zu erklären. Wenn Bienen natürlich ein Nest suchen, das hat Seeley auch herausgefunden, dann suchen sie ein kleines Nest, einfach damit sie schnell schwärmen können. Und das Schwärmen ist eines der Grundelemente der Bienengesundheit. Ja, ich brauche niemanden hier zu erklären, was wir machen. Wir haben ihnen das Schwärmen weggezüchtet und wir versuchen mit allen Mitteln, das Schwärmen zu unterbinden. Also das ist eine der, wie man heute sagt, Keypoints, ne, wo wir mal nachdenken müssen, wie weit wir unsere Imkerei, die ja nun wirklich als Nutztierhaltung zu sehen ist und auch bleiben soll, wir wollen ja weiter Honig ernten, aber inwieweit wir hier durch unsere Haltungsbedingungen vielleicht Veränderungen herbeiführen können. Das ist nur eine Anregung, darüber nachzudenken. In dem Gesamtkontext hier der Veranstaltung möchte ich ganz klar sagen, das ist ja heute mehrfach schon angesprochen worden, ich bin auch schon zitiert worden aus einem Artikel, dem besseren Artikel, wie Sie ja glücklicherweise festgestellt haben, wie ich auch denke. Wir haben einen Zusammenhang natürlich mit allen Einflüssen. Das heißt, wir haben hier eine multifaktorelle Situation, wo wir uns jetzt darüber streiten können, was einen größeren, einen geringeren Einfluss hat. Auf jeden Fall hat natürlich der Pestizideinsatz einen Einfluss auf die Bienengesundheit, aber auch die Biodiversität hat einen Einfluss. Ich habe Ihnen vorhin das Beispiel genannt mit verschiedenen Bakterien, sogenannten guten Bakterien. Wo kommen die guten Bakterien her? Über Pollen. Das heißt, mit der Vielfältigkeit des Pollens bekomme ich auch eine Vielfältigkeit von sogenannten guten Bakterien im Volk. Also ein sehr komplexes Gebilde, was nicht immer einfach ist zu vermitteln, weil sie suchen immer nach der einfachen Lösung, die es leider im biologischen System nicht gibt. Danke.